Guten Abend allerseits im Mestalla-Stadion zu Valencia. Luis Casanova steht zwar draußen noch dran, aber hier an der Costa Blanca sagt man Mestalla. Und das sagen 41.000 Spanier und 4.000 Schalker in einem Stadion mitten in der drittgrößten Stadt von Spanien, an der Levante, an der Ostküste. Und eine tolle Stimmung heute tagsüber, 25 Grad. Und jetzt immer noch so um die 20 Grad. Und da kommen die Schalker. Latal haben sie gerade gesehen und Nemec, die beiden tschechischen Leistungsträger im Team des FC Schalke 04, der hier vor Beginn schon lautstark unterstützt wurde. Latals Knöchelquetschung hoffentlich behoben. Er hat gut trainiert und wir hoffen alle, dass er seine Position im Mittelfeld spielen kann. So wollen die Schalker antreten. Mit Lehmann im Tor. Mit dem eben schon erwähnten Latal. Yves Eigenrauch in der Rolle eines rechten Verteidigers. Müller im defensiven Mittelfeld. Juri Mölder, der Sturmführer, Olaf Thon, der Kapitän, Martin Max, die zweite Spitze, Büskens soll linker Verteidiger, sag ich mal, spielen, Nemec vorne links, hinter den Spitzen, Kurz ist neu hineingekommen als Manndecker neben dem Holländer De Kock und der holländische Trainer Huub Stevens hat also eine relativ defensive Formation aufgeboten. Die Spanier mit Zubizarreta im Tor, mit dem rechten Verteidiger Otero. Poyatos ist der Mann vor den Manndeckern. Fernando, der Spielmacher und Kapitän. Ferreira, Pachi Ferreira, der zweite Manndecker. Carpin, der erste. Escursa im linken Mittelfeld, neu hineingekommen, Romero, der linke Verteidiger, Galvez, die zweite Spitze, Cáceres, noch ein Manndecker und der Brasilianer Leandro ganz vorne. Und jetzt mal ganz runter von Jorge Valdano zu Ralf Scholz und Huub Stevens. Ja, hier ist der Trainer der Schalker, Huub Stevens. Ich denke, das ist eine Riesenstimmung für ein Fußballspiel. Selber ein bisschen nervös? Nein, nicht nervös, ein wenig gespannt, ja. Aber das ist immer, in welchem Spiel dann auch. Aber die Stimmung ist hervorragend. Ja, lassen wir zeigen, dass wir hier überstehen können. Ihre Taktik eher defensiv oder mitspielen? Ja, mitspielen, nach vorne spielen. Aber die kommen mit zwei Stürmern und darum haben wir auch entschieden, um Marco Kurz spielen zu lassen. Und dann sehen wir schon, wie die weiterspielen. Aber wir möchten gerne nach vorne spielen, weil man muss sie nicht in die 16 Meter holen. Und ganz viel kommt auf ihn an. Rune Pedersen, ein 33-jähriger Norweger. Noch keine große internationale Erfahrung. Hoffentlich behält er in diesem Hexenkessel. Ging von Kurz aus, der den Kopfball nicht richtig wegbekam. Poyatos, der im Moment wohl beste Spieler von Valencia. Vielleicht auch, weil die Schalker den taktisch noch nicht ganz richtig in den Griff gekriegt haben. Das müsste eine Sache für Lehmann sein, jawohl. Aber ganz gefährlich, Poyatos. Auch gefährliches Spiel und ich könnte mir vorstellen, er sieht jetzt gelb. Schauen Sie noch mal hin. Das war ein vorsätzliches Foul für Spaniers. Also da kann ich mir vorstellen, dass Schiedsrichter Rune Pedersen gesagt hat, mein lieber Freund, das war das letzte Mal. Und dann gibt es Gelb. Ich kann den Norweger auch verstehen, denn wenn er hier kleinlich pfeift, dann hätte er es schon 4-5 Mal eine Verwarnung geben können. Noch war es im Großen und Ganzen ordentlich. Die Nicklichkeiten haben wir ihm angesprochen.
Nemitz. Mölder. Das könnte die Fahrkarte zum Halbfinale sein. Ich will nicht zu früh bejubeln. Ein klassischer Konter über Jiří Nemitz. Und Juri Mölder, der Holländer, lässt sich diese Chance nicht entgehen. 4000 Schalker Fans jubeln. Die Spieler noch beherrscht. Hier sehen wir es nochmal. Und bei flachen Bällen, da fällt er manchmal wie eine Bahnschranke, so wie Sareta. Aber Mölder war frei durch. Zu aller Sicherheit war Max noch mitgelaufen, aber eine super Aktion von Nemitz. Und dann der Pass auf Mölder. Gegen Otero. Und Freistoß nach dem Foulspiel gegen Nemitz. Und das ist eine gute Entfernung. So ein bisschen halb links abgesetzt. Entschuldigung. Etwas über 20 Meter. Das könnte was für Ton sein. Müller steht mit am Ball. Noch diskutieren sie die Variante. Ton. Oh, da hat Zubizarreta gut aufgepasst. Der hätte wohl noch gepasst. Mit viel Effekt. Die Spanier haben enttäuscht. Fernando viel zu weit hinten. Und trotzdem hätte vielleicht noch manches anders kommen können, wenn nicht der junge Schiedsrichter Rune Pedersen aus Norwegen hier eine sehr souveräne Leistung geboten hat. Vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch nicht ganz richtig im Bilde, aber wer ist schon unfehlbar? Erster Eckball bezeichnenderweise jetzt erst in der letzten Minute der ersten Spielhälfte für Valencia. Auf Carpi. Der Ausgleich. Ausgerechnet Poyatos. Der giftigste, der agilste Spieler. Schon verwarnt mit einem unhaltbaren Kopfball. Das ist bitter. Vor allen Dingen, weil es so kurz vor der Pause passierte. So, Freistoß. Für den FC Valencia, Jorge Valdano, hat alles auf eine Karte gesetzt. Hat mit Vlajovic, mit Ivan Campo und José Ignacio drei neue Leute gebracht. Auswechselkontingent jetzt bereits ausgeschöpft. Fernando raus, Escurza raus und Cáceres raus. Auch das Eingeständnis, dass das Experiment nicht gelungen ist. José Ignacio war eigentlich der Mann vor der Abwehr. Fernando hat die Rolle gespielt, aber sicher nicht glücklich und nicht gut. Und Vlajovic als dritter Stürmer, von wem wird er gefüttert? Das wird die taktische Frage sein. Dafür aber Karpin wieder auf der angestammten rechten Seite. Und schon wird es gefährlich. Klasse gehalten von Lehmann. Dieser Drehschuss von Vlajovic. Hier sehen wir es nochmal. Da war er schon fast unterwegs in die andere Ecke. José Ignacio, keiner Spieler, kam zu spät. Leandro fehlte die Unterstützung. Wenn er und der argentinische Starstürmer Ortega da vorne wirbeln, dann könnte es für Valencia mal ganz anders aussehen. Aber in diesem Spiel und in diesem UEFA-Pokalwettbewerb sicher nicht mehr. Da hat Schalke dominiert im Hinspiel mit 2:0. Und dass die beiden Torschützen des Hinspiels, Wilmots und Linke, nicht dabei
waren, war sicher ein Handicap, aber kein entscheidendes. Schalke hat sich auch im Rückspiel selbstbewusst, taktisch sehr klug, kämpferisch stark und auf die Sekunde hellwach verkauft, als sich nämlich die Möglichkeit zum Steilpass von Nemetz auf Mölder ergab. Da ist er wieder, der Tscheche. Und diesmal war es aber nicht Mölder, den er schickt, sondern Anderbrügge. Und das war zugleich die letzte Aktion. So freut sich Schalke auf den Einzug ins Halbfinale. Zum ersten Mal seit 1970 ist Königsblau wieder in der Vorschlussrunde eines europäischen Pokalwettbewerbs vertreten. Mit dem 1:1 aus dem Mestalla-Stadion zu Valencia.